Hallo allerseits, hier ist Stricky bei Dead by Daylight unterwegs. Nach kurzer Pause mal wieder im Spiel. Und, oh, das ging schon mal schief. Oh, und da kommt der Killer, ich höre es schon, mein Herz vibriert. Oh, und Kettensäge, na klar. Frisch aus dem Baumarkt. Ja, was gibt es zum Spiel zu sagen? Ich habe das Spiel jetzt schon einige Jahre und hat übrigens 4. Geburtstag derzeit das Spiel, deswegen hier auch die Luftballons dran oder überall Lampions oder wie heißt das so na, Wimpelkettchen und so weiter. Und ist eines der Spiele, wo ich nicht so viele Spielstunden drauf habe, aber was ich seit Jahren auf der Festplatte habe und auch immer mal auch nach Monaten Pause mal wieder gerne anschmeiß und auch gerne spiele. Falls es jemand noch nicht kennt, das ist so ein Koop-Spiel. Praktisch 4 Mann landen zufällig auf einer Karte. Und der 5. Mann ist der Killer. Das heißt, die 4 Mann müssen abhauen, versuchen der Karte zu entfliehen. Oder den Killer und der Karte zu entfliehen. Das kann man machen, indem man hier die Generatoren anwirft. 5 Stück. Dann kann man praktisch Tore aufmachen. Oder gegen Ende, wenn man schon einige Generatoren auf hat, geht auch mal eine Falltür auf. Die muss man aber auch wirklich finden dann. Ja, zwischendurch ist da so ein bisschen Grind angesagt. Man kann sich Artefakte oder irgendeinen Krempel da alles zusammenspielen. Man kann die Figuren leveln. Es gibt derzeit zurzeit auch einen Battle Pass. Auch mit Premium-Funktionen. Also, ich muss schon sagen, wird immer wieder Content geboten hier. Auch regelmäßig DLCs. Und einmal selbst ausgetüftelte, wie zuletzt dieser Western-Thematik, DLC, ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Es gibt aber auch DLCs, die jetzt lizenziert sind, praktisch wie Leatherface oder Michael Myers und die Karte Haddonfield. Freddy Krueger hat man schon dabei, Stranger Things zuletzt und jetzt ganz aktuell der neueste DLC, Silent Hill. Also auch da kommt regelmäßig Interessantes. Oh, er will mich. Du Lusche. Entkommen. Oh, doch nicht. Scheiße. Na. So, hab mich aber extra geschmückt hier mit einer schicken rosa Hose mit irgendwelchen Dingern da am Gürtel baumeln. Ein schönes rotes Shirt und ein wundervoller Hut. Hier ist ein Totem, die habe ich die erste Zeit immer komplett ignoriert. Oh, der kommt, der will mich. Er ist zwar vorbeigelaufen, aber die Punkte kriegen wir trotzdem. Da jetzt. Ja, die Totems, das gibt auch gut Punkte. Ich glaube 1000 Glückpunkte so ein Ding. Oh, der kommt. Hörte mein Netz. Ah! Holy shit. Wenn das nicht knapp war, weiß ich aber auch nicht. So, schnell weg. So, auch das ist ein Geburtstagsfeature hier. Diese Krone, die man einsammelt, dann schimmere ich so. Jetzt bin ich voll mit meiner Mineralwasserflasche ans Mikro gekommen. Dann schimmert man so und wenn man die Karte verlässt, hat man dann praktisch schon die Kopfbedeckung als die Krone freigeschaltet. Ne? Hat man dann forever. Ach, erstmal jemand heilen hier. Oh, der Check, der war gar nicht mehr nötig scheinbar. So, machen wir uns den Generator an. Und wieder ein Chip. Supi. Ist der schon wieder hier? Erstmal abducken. Gut, dass der Killer seine Ketten sich immer so mit Freuden anwirft.
hört man den schon vom Weiten. Oh, hier kommt ein Check nach dem anderen. Komm, sag, jetzt kommt der nächste. Und der nächste. Was ist denn hier los? Hallo. Allein die Checks der letzten 30 Sekunden hätten gereicht als Vollzeit-Computerspiel für den Amiga 500 damals. Schmeckt das schön. So, ob wir es schaffen? Sieht ganz so aus. Haben wir dann den nächsten Generator angeworfen. Alle Fähigkeitschecks, jetzt kommt gar keiner mehr. Supi angeworfen mit Fanfare oder Tröte im Hintergrund. Da hängt wieder einer. Da kennt er nicht, der Killer. Da kennt er nicht. So, zwei Generatoren noch. Da hinten. Das spielt sich eigentlich alles ab da hinten. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht irgendwas bewirken können. Oh, wie haut mit seiner Keule oder was auch immer. Oh, er hat einen. Der Käbel, der wartet, dass jemand hilft, oder? Was sollen wir nur tun? Hahaha, geheilt. Und ich glaube, der hat gerade wieder zerhackt. Upsi. Ach ja, hier ist nochmal so ein Krönchen. Da ist doch hier schon. Da ist er doch. Dass der immer nur hier rumlatscht. Oh. Schwierig, schwierig. Der wirft irgendwo die Kettensäge an. Ah! Komm, 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 komm. Au! Los und weg, 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 weg. Ah, scheiße. Na, das war ja eine tolle Rettungsaktion. Ich habe mich geopfert. Lasst mich liegen. Na toll, dem hat es auch nichts genützt. Das liegt ja auch. Böser. So, ich erhole mich hier ganz gut. Komma, aber. Ach, da hinten ist einer. Der hat einen Generator angemacht. Es fehlt also praktisch nur noch einer. Ich komme dir entgegen. Komm schon her und helf mir hoch. Bitte, hilf mir. Steve Harrington, hilf mir. Super, erstmal weg. Super. Oh, da hat es einen zweiten ermittelt. Wir sind praktisch nur zu zweit jetzt. Wir müssen noch einen Generator anschalten, um der Karte zu entfliehen, beziehungsweise um die Tore dann aufmachen zu dürfen und dann zu fliehen.
Ja, den Sanikasten habe ich ja mit. Scheiße, reicht nicht ganz. Mal gucken, was wir in der Kiste finden. Gibt es auch mal was Schönes. Ah! Eine Lampe. Wir bringen Licht ins Dunkel. So, mal gucken, ob wir das Ding anwerfen können. Da hängt ein Schwein da oben. Ah, da kommt wieder Steve. Steve hilft mir. Jawohl. Ah, heil mich. Heil mich. Kann nicht. Okay. Das muss doch zu schaffen sein. Wir haben auch irgendwas Schönes aufgebahrt hier am Baum. Schnell hingebein. So, jetzt müssen wir hier praktisch den Schalter umlegen. Das dauert auch wieder ewig. Und wie man hört, ist dieser Fiesling-Killer wieder da. Oh, hier ist noch ein Tor. Also es gibt wohl nicht nur eines. Und das dauert dann wieder so ewig. Hier sind die Sekunden, die sind dann... Das macht dann wahnsinnig. Die Zeit verrinnt so langsam. Aber das muss doch zu schaffen sein. Jawohl! Supi! Mit rosa Hose das Ding gewonnen. Oh ja. So, das war mal wieder so ein Einblick hier bei Dead by Daylight. Hier hängelt es aber ganz schön. Rechts das Archiv, da bin ich auch so ein bisschen weitergekommen. Auf der linken Seite sieht man, du meine Fresse, sind das viele Punkte. Da hat's gerattert. Ist verloren. Lampe haben wir mitgenommen. Stufe 13 jetzt. Und 25.967 Punkte. Das ist doch supi und ich verabschiede mich erstmal. Bis zum nächsten Mal. Euer Stricky.